Ein zusammen. Hier ist 7 Up von The 64 is Alive. Ja, der Hook, der wieder der 7, immer noch die hohe Ei. Ich hab jetzt gefallen drauf gefunden, mich der Uni in die Ecke zu bringen. Der hässliche 7 der Uni in die Ecke. Hm? Hm? Gut. Gut, diese Herausforderungsgeschichte hat mir gefallen. Ja, unbedingt. Und das mit dem Video, Bild in Bild und dieser Bearbeitung. Und nur der wo öfters macht, der kriegt es irgendwann besser hin. Das erste Video war, naja, es ist verbesserungswürdig. Deswegen habe ich jetzt gedacht, jetzt machst du eine Challenge. Gut, und zwar eine Pac-Man-Challenge. Der 7-Up ist so ein alter Pac-Man-Freak, so ein alter Arcade-Freak. Ne? So Pac-Man und Krempel, halt, was zu der Zeit hat, Donkey Kong und Burger Time. Das war so die Welt von mir. In deine Jahre, wenn ich mal nicht gecrackt habe und irgendwelche Vorspänne rausmache, also das mache ich ja aktuell gerade, ich zerlege die Spiele und mache die Vorspänne raus. Ja, so kommt, seht ihr gleich noch auf dem Video, wenn ich die Diskette lade, ist aus, da gibt es 2 Varianten, ich habe eine mit Vorspann, eine ohne, da könnt ihr euch mal die Blockzahl auch gucken. Ja, also da war so diese Zeit, The 7, ja, Pac-Man-Freak halt. Dann habe ich gedacht, ich mache jetzt eine Pac-Man-Challenge. Ja, Tomaniac, du bist herausgefordert. Gut, habt einfach Fun, guckt euch einfach an. Ich habe auch schon ein zweites Video gemacht mit dem Spiel Sentinel, aber das kommt später. Ja, jetzt laden wir mal die Diskette und ich gehe unten in die Ecke. Da runter, in die Ecke. Ab 7 in die Ecke. Alla, bis gleich. So, jetzt bin ich in der Ecke und jetzt machen wir unser Excel auf. Also die Ecto, machen unser Excel auf und suchen noch im Spiel Pac-Man. Pac-Man, Pac-Man, gehen over hier, machen den Reiter auf und los geht's. Pac-Man, Pac-Man. So. So, und ihr seht, da habe ich auch Mrs. Pac-Man, Pac-Man, Atari-Variante. Die Pac-Man-Atari-Variante, die nehmen wir. So, die ist auf Diskette Nummer 1, die nehmen wir. Genau, auf geht's. So, dann legen wir mal los. Also, Dolphin DOS, jawohl, laden, Verzeichnis. So, jetzt laden wir Pac-Man, die Atari-Variante, seht ihr noch einmal. Da ist ja später Sentinel drauf, ihr seht's. Ja, das habe ich auch auf der Diskette, zu Zufall. Ja, und da ist es, Atari Pac-Man von 1983. Ja, das war noch Zeit. Da war es noch schön. Da war es selber noch knackig. Heute ist er nur noch knackig. Mal knackt hier, mal knackt da. So, jetzt müssen wir schnell gucken. If ends to play game. Also, Maniac schnall dich auch. Ich war früher schon nicht schlecht. So, los geht's. Und wo ist er, der Huppeschlauertl? Da ist er, der Reddy. Und los geht's, runter, rüber. Nuff, nicht wahr? Oh, da kommt der Grüne kommt. Oh. So, ich spiele schon lange aus der Übung. Also ich habe früher im Hopfenschlodel immer gespielt. Ja, da ist halt, wie gesagt, die Flash-Variante. Ich habe aber Ideen. Ja, die Flash-Variante und die könnte man mit Tastatur spielen. Das ist natürlich klasse mit einer Pfeiltaste. Ja, und mit dem Joystick, da muss ich mich erst mal wieder dran gewöhnen. So. Das war eng. Jetzt nun. Ah, hier bei dem Spiel ist wichtig, dass man so wenig wie möglich kaputt geht. Ne? Nice to have ist immer dieser Mittelbonus. Ja, wirklich nice to have. Kaputt. Ja, das hat ja gut angefangen. Super, Seven, hast du klasse gemacht. Du bist ein Hengst, mein lieber Mann. Und weiter geht's. Oh, der fährt alle los. Ja, ja, und rüber, noch, komm. Also, wie gesagt, versuche, wenn ich es möglich verliere, und durchzukommen und diesen Bonus in der Mitte, den kriegt man nicht immer. Also, wenn ich den gezielt habe, ja, spätestens am Anfang geht es dann noch, aber spätestens am Schluss, wenn es zu schnell wird, kann ich dann verknicken, den Bonus. Ab, den habe ich auch. Dann kann ich dann knicken. Ja, also ich gehe immer so vor, dass ich mir immer ein Eck greife, die mache ich, und dann die andere Eck und so weiter und so fort. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist nicht jedermann, das muss halt probiert werden, das muss geübt werden. Ja, und jetzt gehen wir auf den Rekord hier zu, mal, dass wir was vorlegen, ne? Das kann man nicht machen, dass ich da einfach so eine Herausforderung mache und dann lose ich total ab, ne? Der alte Mann. Ja, und jetzt aber, nuff, Mensch, Kerl, bewegt dann Puppes. Hopp, auf. So, und jetzt rüber, lieber. Und dann sind wir ja, ja komm zum 7, kommt her, komm, ich will dir was zu fressen haben. Und jetzt holen wir uns die zwei holen wir uns. Jawohl, noch einer, komm, und den anderen holen wir noch. Ja, hervorragend. Oh, alle 4. Jetzt muss ich halt aufpassen, wichtig ist, dass er es watscht, ne?
Dass du Punkte holst und dann ist einer noch rot und nicht blau. So, und jetzt geht's. Einer wieder. Und zwei, drei. Oh, leckser Marsch, ich bin in Topform. Schnallt euch auch. So, und Level geschafft. Da, so ist es, ich lebe. Ruckzuck erledigt. Oh, ist gar keine Pause. Es geht gleich weiter. Es geht gleich weiter. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Das war knapp. So, komm, 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 komm. Ja. Und ich fress ich, so, und ich fress ich, und ich mach ich auch weg, Gott. Oh, und weiter geht's in die Erde. Oh, so. Wenn deine Punkte aber stehen, also wie war ich denn da drauf? Egal. So, wisch ich jetzt auch jetzt die da, die Eck, weil da oben kommen sie ja raus, diese Freaks. Ich wollte schon was anderes sagen. Seven. Ja, das ist wichtig, dass er das auch oben gleich macht. Wenn möglich gleich am Anfang. Ja, weil später, wenn ihr dann bloß noch einen Punkt habt, wo ihr die Blaumache kennt, wird es ziemlich eng drauf zu kommen, weil die halt da oben rauskommen und da oben das Hauptquartier ist. So, und jetzt rüber. Der eine Punkt schaffen. So, und jetzt geht's runter. Und jetzt laufen wir ohne gerade durch. Hoffe ich doch mal, dass wir das Sieg kriegen. Nee, das hat keinen Sinn. Ich nehme das Frischelchen mit. Ja, da, ich hab's. Also, wie gesagt, das kriegt ihr nicht immer. Ich habe auch nicht den Fokus darauf gerichtet. Das mache ich nicht. Ja. Mir ist wichtig, dass der Level beendet wird und dass man sie kriegt. So. So, und jetzt holen wir uns, warte mal ein bisschen, bis die kommen, die Jungs da, aber die sind nicht so lustig, die wollen nicht fressen, oder? Kommt zu Seven, kommt. Ja, die wollen nicht, guck mal, die ignorieren mich. Gibt's dann sowas? Wo kommt dann ihr her? Sag, ah, eben kommt er da. Und jetzt, ich fress dich. So, weg ist er. Weg habe ich ihn. Ja, so, seht ihr, viel mögliche Punkte erhole. Bevor, ja, das müsste man hinkriegen, das kriege ich mal hin. Wir warten, bis sie kommen noch und dann gehen wir runter und holen uns die Rechte von der Schiene. Ja, komm, lauf, Forrest, lauf, lauf, Forrest, lauf. Ja, jetzt im Moment ist er noch schneller wie die andere, aber später dreht es rum. So, da, Level geschafft, 12.620, ja, ich bin gut. Und, oh Gott, da kann ich keine Pause machen, da wirst du gleich gefordert, das ist ja wie im Berufsleben. So. Alter, das war knapp. Oh, da. Was, 13.000? Da habe ich noch. Ah, ich habe noch zwei. Drei? Zwei. Und los geht's. Ich kann nicht passieren, also Punkte verlegen. Die lachen sich alle tot. Seven, was war das? War eine Herausforderung. Komm. Oh, das wird zu knapp. Ich gehe wieder in eine Richtung. Die andere Richtung fällt mir besser. Ja, das ist nicht immer in Richtung Larve mit dem Schwarm hinein. So, und jetzt komme ich. Und jetzt hole ich mal über die. Seht ihr die über die Dinger? Die muss ich jetzt holen. Ja, genau. Was weg ist, ist weg. Da muss man später nämlich hin. Wenn wir keinen Punkt mehr haben, ist das da oben sehr schwer. So, und los geht's. Nuff mit dir. Und holen. Und ja, lieber. Und lieber. Aber es fehlt sauber, mache mehr Raum. Es fehlt von hinten auf. Jetzt hätte ich den Punkt so wie blinke alle. Und wenn die dann bei mir sind, dann fresse ich ihn. So. Das wollen sie nicht fressen, wäre es. Gehen wir halt den anderen Punkt noch sammeln, bis sie kommen. Eben kommen sie bei. Und jetzt. Runa. Oh, das wird eng. Das wird eng, Männer. Jetzt müssen wir warten. Und wir warten, bis die zwei Aare da drin sind. Ja, es geht nicht. Seht ihr? Und jetzt ist der eine rot. Ja, und die anderen sind immer noch blau. So. Das ist natürlich schlecht, ne? Wenn ihr dem dann begegnet, habt ihr gelitten, Brigitte. So. So. Nuff. Oh Gott, Kinos. Ich bin schon lange aus der Übung. So. Ja, im Hupfer habe ich jetzt immer gespielt. Im Hupfer-Schlodl. Ja. Aber die Zeit ist auch schon lange her. Ich habe halt auch nicht immer Zeit, um zu spielen. Früher habe ich auch nicht immer Zeit gehabt, zu spielen. So, und jetzt fressen wir dann noch. Und dann, ja, Level geschafft. 16.000, immerhin. Noch mache, hinkriege. Oh, das geht schon wieder weiter. Hoch machen, hinkriege. So, und jetzt. Oh, lauf, Forrest, lauf. Oh. Jetzt wieder over die Dinger. Ihr seht ja, ich versuche immer erst, ich glaube, am Anfang die Dinger zu holen, da over. Ja, und jawohl. So, jetzt ist das so clean. Jetzt können wir weitermachen. Und jetzt wird gefressen. Was, Alter, der ist eigentlich, müsste ja wachsen. Ne? Der kann eigentlich nicht so klein bleiben. So was der Punkte frisst. So. Ja, der schafft bestimmt den Flensburg. So, und weiter. Und ruf. Und über. Und Una. Und gib ihm Saures. Und lauf, 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 lauf. Und da oben kommt der da runter.
Netterlauf weg, Gott sei Dank. Sieht, jetzt kann ich da oben die Frucht da mitnehmen, aber das lasse ich so sein, weil das ist mir zu heikel. Mir ist jetzt wichtig, dass ich die Level schaffe und Punkte habe. So, auf geht's, Forrest. So, jetzt warte mal wieder ein bisschen. Kommt ihr? Kann ich euch auch loggen? Kann ich euch? Kommt ihr? Ach, die wollen nicht zu mir. Die haben Angst, dass ich halt den Punkt nehme und fress. War das damals schon so, ja? Unfristig. So, weg ist er. So, und jetzt muss ich auf die andere Seite nehmen. Ja. Und was, warte mal wieder ein bisschen. Ja, so. Selber. Er kann nicht warten. Das geht wohl. Da hat Hunger. So, und weiter. Und wir warten, ja. Stopp. Warten. Parkposition. Eben kommen Sie zu zweit. Ja, Pech, Freunde. So, weg ist er. Weg sind sie. Fresse. Ja. Und jetzt, oder? Und weiter Fresse. Und eins. Und noch einer. Zwei. So. 20.000 Punkte. 20.000 Punkte. 20.000. Ich habe 20.000. Oh, hey. Du kennst. Da kannst du ja wohl laufen. Du musst sofort weitermachen. Du hast keine Chance. Und wieder die obere. Ja, also der Spiel, die Spielstrategie, die habe ich mir irgendwann mal angeeignet und das ist immer das Wichtigste, da oben das Eck. Ja, und komm rüber. Der Rote kommt. Und jetzt werden sie aber schneller, Alex am Senkel. Jetzt sind sie aber flott unterwegs, die Jungs. Und ich bin langsam, ja klar, logisch, mal so viele Punkte frisst, wird man dick und fett und dann läuft man nicht mehr, ne? So ist das Leben. Ja, und komm, rüber. Komm. Oh. Nee. Ja, so ist, eigentlich war es wirklich ein simples Spiel, wenn wir jetzt ehrlich sind. Es war wirklich ein simples Spiel. Es war einfach geil. Und es gab ja so viele Varianten. Und ich sag's euch, viel Schrott dabei. Also das Original war immer noch das Original. Wobei das ja Umsetzung ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wer der Originalhersteller war, von dem, wo dann gerade. Das hat gerade ein Spielautomat gemacht und ich weiß gar nicht, wer das war. Ob das ob wirklich das Atari war. Ja, auf jeden Fall ist das ja umprogrammiertes Teil für die 64er damals gewesen. Ja, aber ihr seht, es ist gut gelungen. Ich glaube, die Mrs. Pac-Man ist sogar noch besser und ist sogar noch einen Tick schneller. Da könnte man auch noch eine Session machen, oder? Herausforderung. Dominik, was sagst du? Thomas, auf geht's. Fresse. Und weiter geht's. Und nächste Level geschafft. 24.900. Ja, du legst die nieder. Kreiz sie fix nochmal. Und ich lerne das nicht. Der Stress, der geht mir nicht neu. Da kannst du mal eine Pause. Da. Hier ist er, der Seven. Ich babbel zu viel. So, und also er hat Video und er hat Spiele, ist nicht so meins. Ich bin ja mal gespannt, ob das später klappt, wenn ich die Videos so zusammen mache, dass ich da in die Ecke komme. Ich glaube, ich habe die falsche Ecke vorhin genommen. Ja, dann bauen wir es halt um. Dann machen wir das Spielvideo auf die Rechtsseite und machen wir das Sermin auf die Link. Dann passt es wieder. Aber das kriegen wir hin. Und jetzt 26.000 wieder futsch. Und er frisst Punkte und wird fetter und fetter. So, und warte. Jetzt kommen sie wieder nicht, weißt du? Das ist ein Graus. Komm. Jetzt komm. Ja, und jetzt fang die Maus. Und ab geht's. Komm, dich krieg ich noch. Ja, ich hab einen. Ja, dumm gelaufen. Hä? So, jetzt warte mal, bis er drin ist. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt holen wir uns dies noch. Zack. Dann holen wir uns noch. Und dann noch eine. Ja, perfekt. Und jetzt nuff und die Punkte wegräumen. Ja. Oh, gleich 30.000. Alter, das gibt ja Party. Den will ich auch noch haben. Den krieg ich auch noch. Jetzt war der gierig. Komm. Ja, Level geschafft. 30.000. So, Alter, bin ich mal gespannt, ob da einer nochmal nachholt oder nachschlagen kann. Also ich weiß, ich hatte mal beim Hopfenschlodel über 70 oder 80.000. Aber das war halt mit Tastatur gespielt, nicht mit Joystick. Ja, und war halt schon ein bisschen moderner. Ist zwar so dasselbe Spielprinzip gewesen, aber es war moderner. Oh, knuff. Oh, jetzt wird's eng. Kinas. Das ist nichts mehr für mein Herz. Anja, ich brauche Herztruppe.
Fressen, 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 fressen. Was soll der Larve durch die Gegend? Wie soll ich gestärte? Oh oh. Ah, oh, das ist eng. Das ist eng. Wow, oh, haut mich. Da, fertig. Geliebte. Ja, so sieht's aus. Game over. So steht Game over, heißt das, ich jetzt, darf jetzt nicht mehr spielen. 23.570 Punkte. Kines, das ist ein Wort. Ich habe vorgelegt, macht's noch. Ich will eure Videos sehen. Das war der 7-Up, der alte Knorre. Der, wo in der Ecke unten hockt, ne? Ja. War schön. Ja. So, es ist einfach mal toll. Fand ich eine gute Idee, das mit dem Burger-Time. Und dann gedacht, oh, mach auch mal ein paar. Wie gesagt, ich habe noch Sentinel. Aber das ist eigentlich keine Session. Das habe ich früher auch gern gespielt. Das ist so ein Weltraumspiel, wo man einzelne Sektoren hat und man auffliegen muss. Das habe ich dann auch noch gemacht, das Video. Das muss ich jetzt auch noch machen. Und dann seht ihr auch mal, wie das funktioniert, wie ich das mache. Ja, es ist nicht unbedingt eine Herausforderung, dann Sentinel. Aber ist ein feines Spiel gewesen. Es war eigentlich eins von meinen Lieblingsspiele. Gleich noch Spelunga. Spelunga war noch eins meiner Lieblingsspiele. Oh, so. Und das war's. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Euer 7-Up.